Servus, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute machen wir eine Runde Stretching, weil was man bei dem ganzen daheim rumhocken jetzt momentan auch so nicht außer Acht lassen sollte, wäre die Beweglichkeit. Dementsprechend würde ich sagen, machen wir gemeinsam eine entspannende Runde Stretching. Wer möchte, kann jetzt die Schuhe natürlich ausziehen. Vor allem, wenn ihr eh zu Hause seid, ne? Dann ist es auch nicht schlimm, wenn jemand Käsefüße hat. Ne? Dann würde ich sagen, fangen wir an. Die räumt auf die Seite. So. Hier kommt den schulterbreiten Stand. Locker in die Knie, Po nach hinten. Brust hoch, Kinn zur Brust. Und ihr zieht den Bauch ein bisschen ein. Ich habe hier ein bisschen Spannung in der Bauchregion. Und fangt langsam an, die Schultern weit zu kreisen. Schöne weite Kreise. Das heißt, ihr geht hier schön nach vorne. Macht den Oberkörper ruhig ein bisschen rund. Zieht nach oben. Weit nach hinten, tief nach unten und bleibt schön in Bewegung. Gleichmäßig atmen, durch die Nase ein, durch den Mund aus und konzentriert euch auf die Schultern, die Bauchspannung beibehalten, das heißt schön einziehen, den Po unter Spannung halten, Kinn bleibt etwas gesenkt. Und ihr nehmt dann die Ellenbogen einmal mit. Auch hier erstmal keine Sorge, wenn sie irgendwo knackt. Ich finde das aber cool, dass das ganze Kamerateam hier mitmacht. Ich komme öfter. So. Und weite Kreise ziehen. Die Spannung in der Körpermitte halten. Und ihr geht über in die gestreckten Arme, auch hier wieder nach oben. Ihr dreht beide Handflächen nach außen, nach hinten ab und kommt hier wieder in die weiten Kreise. Bauch und Po bleiben unter Spannung. So also langsam dürft ihr der ein oder andere so ein bisschen merken. Im Nackenbereich schmeckt. So, ihr werdet ein bisschen schneller. Versucht dann hier, Körpermitte schön unter Spannung zu halten, dass ihr also nicht hier so arg am Wippen seid, sondern hier schön aus den Schultern raus dreht oder kreist. Ihr streckt euch einmal maximal nach oben. Tief einatmen. Wer möchte, kann auf die Zehenspitzen kommen. Und beim nach unten kommen ausatmen. Füße ganz aufstellen. Erstmal so tief wie es geht. Die Fingerspitzen berühren den Boden. Wenn ihr nicht ganz so tief kommt, bleibt halt hier einfach hier ein bisschen weiter oben. Ist nicht so tragisch, solange ihr jetzt erstmal die Beine gestreckt haltet. Am besten in dieser Position die Beine nicht knicken, nur damit ihr tiefer kommt, da verliert ihr die Spannung, beziehungsweise hier die Dehnung. Deswegen die Beine schön gestreckt halten. Das ist everybody's darling, diese Übung. An der Stelle nur noch halten. Hier wird nicht gewippt, nur statisch gehalten. Gleichmäßig atmen. Dann rollt ihr euch einmal Wirbel für Wirbel nach oben auf. Schiebt die Hüfte nach vorne, blickt nach vorne und die Schultern weit nach hinten unten. Schön kreisen, alles ein bisschen lockern. Und ihr kommt. Da kann man das Kabel hier so ein bisschen ziehen. So, ihr kommt einmal mit dem rechten Fuß, mit dem rechten Bein vor das linke Bein. Ich mache das Ganze hier schön spiegelverkehrt, dass ihr es zu Hause ganz bequem nachmachen könnt. Die Füße stehen also quasi über Kreuz, aneinander, Kinn zur Brust und ihr rollt euch hier wieder langsam Wirbel für Wirbel nach unten ab. Das hintere Bein wird gestreckt und wird auch schön gedehnt. Achtet auch hier wieder drauf, dass ihr hinten gestreckt bleibt. Das ist erstmal nicht so wichtig, dass ihr ganz nach unten kommt. Wer es natürlich hier schafft, auch hier die Handflächen oder so auf den Boden zu legen, umso besser. Rage.
aber hinten nicht nachgeben. Und ihr rollt euch wieder langsam Wirbel für Wirbel hoch. Hüfte nach vorne, Blick nach vorne, die Schultern weit nach hinten unten kreisen. Alles wieder lockern. Seite wechseln. Das linke Bein über das rechte. Füße stehen wieder aneinander. Kinn zur Brust. Ihr rollt euch Wirbel für Wirbel tief. Mit dem einen oder anderen dürfte jetzt durchaus mal aufgefallen sein. Auf einer Seite zieht es öfter mal ein bisschen mehr als auf der anderen. Da wisst ihr ja, was ihr jetzt bekommen müsst zu Hause die nächste Zeit. Immer schön stretchen. I know that I must do what's right. Sure as Kilimanjaro rises like Olympus above the Serengeti. Und dann rollt ihr euch Wirbel für Wirbel nach oben wieder auf. Schiebt die Hüfte vor, Blick nach vorne und die Schulter weit nach hinten unten wieder kreisen. Den Schritt öffnen, die Beine lockern. Jetzt kommen wir wieder zu einer richtig tollen Position. Das ist besonders dann toll, wenn man keine Matte hat. Ich mache das ganz gerne ohne Matte. So ein harter Boden ist gar nicht so schlimm. Das ist auch eigentlich ganz gut so für den Rücken. Dementsprechend, wir legen uns das später noch hin, deswegen auch den Rücken. Kommt ihr hier in einen breiten Stand, wenn ihr jetzt hier nicht mit Schuhen, sondern mit Socken oder gegebenenfalls auch barfuß jetzt in dieser Position seid, kann es durchaus sein, dass ihr da leichter nach außen rutscht, was per se jetzt erstmal kein Problem ist. Wir fangen an. Hände nach unten, Füße zeigen nach außen, ihr wandert nach außen. Was ihr jetzt hier beachten solltet, ist, dass es nicht zu arg weh tut. Also wenn also mit Schmerz hier in der Hinsicht meine ich den Schmerz, den ihr jetzt hier verspürt. Aber wenn es zu stark ist, spannt ihr immer so ein bisschen gegen. Und entweder dehnt ihr oder ihr spannt halt an. Ne? Gucken, dass, also ich sage dann immer so als so einen kleinen Richtwert, wenn die Schweißperlen jetzt in der Position anfangen von der Stirn zu tropfen, weil es zu schwer ist, dann seid ihr zu weit in der Dehnung. Ja? Sehen wir so, das ist relativ angenehm hier, der Oberschenkel innen zur Übergang zur Rückseite ist und da haltet ihr. Wenn ihr natürlich imstande dazu seid und wenn ihr dann Bock drauf habt, könnt ihr ganz gerne auch in den Spagat gehen. Aber das war noch nie so meins, muss ich ganz ehrlich sagen. Ihr könnt eine kleine Challenge draus machen. Ne? Stellt ihr euch hier so eine Schüssel mit Cornflakes hin, dann könnt ihr die mal essen. Vielleicht merkt ihr dann gar nicht, dass ihr hier weiter in den Spagat rutscht. Das wäre natürlich optimal. Wird nur schwierig beim Aufstehen. So, ihr kommt mit den Füßen wieder ein bisschen enger zusammen. Könnt ihr hier so ein bisschen wandern. Und rollt euch Wirbel für Wirbel nach oben auf. Schiebt die Hüfte vor, Blick nach vorne. Die Schultern weit nach hinten unten kreisen. Beine lockern. Und dann setzt ihr euch einmal nach unten ab. In die Position hier. Brust nach oben, die Schultern weit nach hinten unten ziehen. Kinn zur Brust, tief einatmen und ausatmen. Das sollte eine relativ angenehme Position jetzt hier sein, auch für die Oberschenkel. Schlimmer wird es gleich, ja? Da kommen wir jetzt gleich dazu. Ihr geht mit den Händen so ein bisschen nach hinten. Ja? Ein bisschen lockern. So. Schiebt den Po nach vorne. Po anspannen. Und richtig drücken. Solltet in der Position einen Zug hier in der Hüftbeugemuskulatur haben, je nachdem wie weit hoch ihr kommt, bis runter in den Oberschenkel, in die Vorderseite. Wenn ihr den Po noch ganz fest dabei anspannt, habt ihr ein bisschen mehr Spaß dabei. Dann bleiben wir aber noch kurz in der Position und lockern schon wieder. So, jetzt gehen wir auf alle Viere mit dem rechten Bein nach vorne. Die Hände sind parallel zum
Fuß. Ja. Guck mal gerade, sieht man nicht. Also, hinteres Bein aufstellen. Und das hintere Bein streckt ihr mal ganz durch. Ich mache das einmal auf dieser Seite hier. Ein bisschen besser zum Sehen. Hinteres Bein schön strecken, ganz durchstrecken. Und den Po jetzt richtig fest anspannen. Damit drückt ihr die Hüfte nach vorne unten. Dann habt ihr auch wieder die Hüftbeugemuskulatur ein bisschen Zug. Das ist die Muskulatur, die unter anderem auch ein bisschen leidtragend ist. In der Zeit, in der wir jetzt halt nur sitzen oder viel sitzen. Ja. So, das Gewicht einmal auf die linke Hand verlagern. Die rechte Hand geht aufs rechte Bein und ihr schiebt die Hüfte oder dreht sie so ein bisschen ein und schiebt sie ein Stück nach unten. Das hintere Bein bleibt gestreckt, der Po bleibt unter Spannung. Und ihr lockert die Position, wechselt die Seite. Das gleiche nochmal hier. Linkes Bein nach vorne, hinteres Bein strecken, den Fuß aufstellen, vorne mit den Zehenspitzen. Das Bein strecken, Po anspannen und die Hüfte nach vorne unten drücken. Herrliche Position. Das ist die Position, die man einnehmen möchte, wenn man alle Herr-der-Ringe-Teile am Stück gucken will. Das muss man dann natürlich zweimal machen, dass man es einmal rechts und einmal links macht. Ihr fragt euch jetzt, ob ich das schon mal gemacht habe. Okay, gleiches Prinzip hier. Linke Hand aufs linke Bein. Hinteres Bein bleibt gestreckt, Po bleibt gespannt und ihr schiebt hier die Hüfte wieder und dreht sie ein. Position lockern und wieder absetzen. Hier wieder ein bisschen entspannen. Ein- und ausatmen. Und dann setzt ihr euch einmal nach hinten ab. Streckt das rechte Bein nach vorne. Ich mach's spiegelverkehrt hier wieder. Das rechte Bein nach vorne. Das linke Bein einmal hier anwinkeln und ihr drückt das Knie nach unten. In der Position kommt ihr mit dem Oberkörper nach vorne. Wenn ihr jetzt vorne an dem Fuß fasst, achtet bitte darauf, dass ihr nicht zwangsläufig hier vorne an den Zehenspitzen greift, sondern mehr am Fuß selbst. Wenn das hier zu weit vorne ist, ihr könnt gerne hier hinkommen oder hier, hier. Ihr tastet euch dann Schritt für Schritt nach vorne und zieht euch mit dem Oberkörper so ein Stück vor. Gleichmäßig atmen, durch die Nase ein und durch den Mund aus. Das Bein bleibt gestreckt. Wer möchte, kann dann hier mit der Hand auch nochmal so ein bisschen drauf drücken. Müssen wir aufpassen, das sollte unten bleiben und das sollte unten bleiben. Die Position wieder lösen, dann einmal die Seite wechseln. Und das gleiche Spiel hier auf der anderen Seite. Kommt hier nach vorne. Hier drückt ihr nach unten.
schafft, ne? Die Stirn hier aufs Knie zu legen, dann ist gut. Ich bleib mal hier oben. Die Position langsam lösen, die Beine lockern. Und ihr nehmt einmal jetzt das rechte Bein und legt es leicht schräg unter euch ab. Einmal hier rüber, das Knie nach unten. Bitte winkelt das Knie auch nur so weit an, dass es nicht wehtut. Ja. Hinteres Bein nach hinten schieben und mit dem Oberkörper vornüber ab. Und die Position halten. Position wieder langsam lösen, das Bein lockern und ihr wechselt dann einmal die Seite, linkes Bein wieder leicht schräg unter euch ablegen und das hintere Bein nach hinten schieben. Oberkörper vornüber. Denkt wieder dran, das Knie nur so weit anzubeugen, dass es selbst im Knie nicht wehtut. Wenn es irgendwo in der Muskulatur zieht, ist vollkommen in Ordnung. Trotzdem könnt ihr hier auch ein bisschen variieren, das heißt, so die Position finden, die für euch am besten ist. Knie ein bisschen nach außen, Knie ein bisschen vor, vielleicht doch ein bisschen mehr anwinkeln, wenn ihr merkt, es tut gar nicht weh. Das hintere Bein, vielleicht geht es ja noch ein bisschen weiter nach hinten. Löst ihr auch hier die Position. Hier das Bein wieder lockern. Und kommt einmal in den Sitz. Nehmt die Füße zusammen. Die Hände an die Füße. Mit den Ellenbogen könnt ihr, wenn ihr wollt, hier so ein bisschen gegen die Beine drücken. Kinn zur Brust. Und zieht ihr euch mit dem Oberkörper ein Stück nach vorne. Ja, da mag der ein oder andere immer ein bisschen beweglicher sein. Ist auf jeden Fall eine richtig schöne Dehnung für diese Stelle. Drückt dann hier nochmal die Beine ein bisschen nach unten. Also wenn ihr es auch hier schafft, die Knie ganz auf den Boden runter zu bekommen. Sehr schön. Das ist sehr gut.
halten, dann lockert ihr die Position wieder. Beine lockern. Legt euch einmal auf den Bauch. Na, schon aufpassen. Mit dem Mikrofon, ich denke, das geht so. Ja. Einfach mal auf den Bauch legen. Zehenspitzen könnt ihr ruhig aufstellen. An der Stelle sollte sich der Rücken etwas entspannen. Und gleichmäßig ein- und ausatmen. Dann öffnet ihr einmal die Knie, das heißt, kommt hier so ein bisschen auseinander mit den Knien. Die Hände links und rechts neben der Brust, Füße auflegen, Oberkörper hoch. Und ihr setzt euch ganz nach hinten ab, so weit wie es geht. Die Hände bleiben vorne, den Kopf könnt ihr euch ablegen, in der Stirn nach unten. Und dann fangt ihr an, mit den Fingerspitzen ein kleines bisschen Zug aufzubauen, das heißt hier ein bisschen nach vorne krabbeln. Und dann alles ganz locker lassen und euch nach hinten fallen lassen. An der Stelle solltet ihr jetzt noch ein bisschen Zug in der Brustwirbelsäule in dieser Region haben. Sollte ein sehr angenehmes Gefühl sein. Ähnlich wie wenn man sich beispielsweise mal an einem Türrahmen aushängt. Also wer das schon mal gemacht hat. So ungefähr. Position lösen und ihr legt euch auf den Rücken. Die gemütlichste Position des Stretchings heute. Naja, fast. Vom Bauch liegen wir auch ganz cool. Arme und Beine strecken, macht euch so lang wie es geht. Greift einmal mit der rechten Hand den linken Arm, zieht den ganz leicht in die Länge. Und neigt den Oberkörper zur rechten Seite. Die linke Schulter lasst ihr ganz locker. Und wechselt die Seite. Gleiches wieder hier. Kommt zur Mitte zurück, streckt den rechten Arm zur rechten Seite, winkelt das rechte Knie 90 Grad in die Luft an, kommt mit der linken Hand an die Außenseite vom Knie und dann zieht ihr einmal das Knie nach links. Seid jetzt hier mit der linken Hand auf dem rechten Knie. Die rechte Hand zeigt zur rechten Seite und ihr schaut zur Hand. Das untere Bein ist gestreckt. Der Fuß, gerade hier der rechte Fuß, der sollte aufliegen irgendwo, also bleibt nicht hier in der Luft. Dadurch habt ihr hier an der Seite wieder ein bisschen Spannung. Wenn ihr hier Probleme habt, den Fuß auf der Seite jetzt irgendwo abzulegen, dann legt ihn einfach hier auf dem Bein ab, das ist auch in Ordnung. Dann wechselt ihr einmal die Seite
den linken Arm zur linken Seite strecken, linkes Knie 90 Grad in die Luft anbeugen und er kommt mit der rechten Hand an die Außenseite vom linken Knie und zieht es rüber zur rechten Seite. Der Fuß liegt wieder auf, das untere Bein ist gestreckt, Blick zur Hand und gleichmäßig atmen. Versucht hier immer die Schultern beide unten zu haben. Let's go. Zur Mitte zurück, Arme und Beine strecken, tief einatmen. Zieht beide Knie zur Brust und macht euch mal so klein wie es geht. Macht das bei ihr wieder dran. Beide Knie zur Brust ziehen. Na? Ja, das hält. Beide Knie ran und so klein machen wie es geht. Dann fangt ihr einmal an, über den Rücken zu rollen. Das ist natürlich angenehmer, wenn man das auf einer Matte macht. Das ist gleich dazu. Oder auf einem Teppich. Das geht natürlich auch. Dann kommt mit ein bisschen Schwung in den Sitz. Einmal aufstehen. So. Jetzt mal wieder in unsere Ausgangsposition. Beide Hände hinter dem Rücken einmal ineinander, zieht die Schultern nach hinten und tief nach unten. Kinn zur Brust. Und ihr neigt den Kopf einmal zur rechten Seite. Wie gesagt, ich mache das alles wieder spiegelverkehrt, damit ihr das zu Hause direkt vor dem Fernseher nachmachen könnt. Jetzt habt ihr eine Dehnung hier auf der linken Seite vom Hals, im Hals-Nackenbereich. Je nachdem, wie weit ihr jetzt die Schulter nach hinten, nach unten nehmt, den Kopf eindreht, Kopf ein bisschen nach vorne, habt ihr halt hier in verschiedenen Regionen öfter mal hier einen Zug. Falls ihr öfter mal am Tag irgendwo Verspannungen in den Bereichen irgendwo hier habt, dann könnt ihr gerne mal hier austüfteln, wo das denn ist. Ne? Und über den Tag verteilt einfach mal öfter ein bisschen dehnen, immer halten. So Pi mal Daumen 40 bis 60 Sekunden. Dann habt ihr so eine Runde pro Position natürlich absolviert. Und das könnt ihr bestimmt 6-7 Mal am Tag machen. Dann könnt ihr mal selbst ein bisschen ausprobieren, weil Verspannungen halt öfter auch mal weggehen durch Stretching. Ob das besser wird in absehbarer Zeit. Die Seite wechseln. Hier auch wieder. Kopf zur Seite und ihr zieht die Schulter nach hinten unten. Das ist unsere letzte Übung. Den Kopf richtig zur Seite nehmen. Bitte seht davon ab, die Hand noch mal irgendwo hier drauf zu legen. Ihr habt hier einen Zug, der ist in der Regel ausreichend. Ne? Der Kopf geht nur bis zu einem gewissen Grad. Den kann man hier nur so ein bisschen bis zu einem gewissen Grad neigen. Müsst ihr da nicht nachhelfen. Also es reicht eigentlich so auch. Für die Leute, denen jetzt die Hände einschlafen, ihr könnt natürlich auch aus dieser Position hier das Ganze machen, ohne die Hände hinter dem Rücken zusammenzunehmen. Dafür nehmt ihr jetzt hier einmal die rechte Schulter und zieht sie tief nach unten. Handballen hier drückt ihr richtig tief, Handflächen hoch. Das ist so die Alternative dafür. Damit kommt ihr genauso auf den Zug hier in dem Bereich. Kommt zur Mitte zurück, löst die Position, die Schultern kreisen. Ist fast geschafft. Dann holen wir nochmal tief Luft, tief einatmen. Und ausatmen. Die Beine wieder strecken, rollt euch Wirbel für Wirbel nach oben auf, holt nochmal tief Luft und ausatmen. Die Beine strecken, Wirbel für Wirbel nach oben, tief einatmen. Beine wieder strecken,
richtet euch langsam auf, Wirbel für Wirbel hoch, schiebt die Hüfte vor, Blick nach vorne, die Schultern weit nach hinten unten kreisen, alles ein bisschen lockern und damit bedanke ich mich bei euch fürs Einschalten. Schaut doch mal bei mir auf meiner Facebook-Seite oder auf meinem Instagram-Profil nach oder schaut mal vorbei, so rum, genau, Steven Arment zusammengeschrieben. Und vielleicht ist ja das eine oder andere dabei, was euch interessiert, beispielsweise wann die nächsten Kurse gestreamt werden. Darüber hinaus kann ich euch noch einen Tipp geben. Das nächste Mal, wenn ihr Pizza bestellt, ne? Ich sag's ganz ehrlich, das ist kein Witz jetzt. Shrimps, Thunfisch, Peperoniwurst, Knoblauch. Achtung. Sauce Hollandaise. Und frische Tomaten. Und damit verabschiede ich mich. Haut rein. Adios.